Hallo und herzlich willkommen hier auf Nikos Welt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bauen wir mal nichts Dekoratives oder irgendwas Praktisches, sondern wir gehen heute zurück in meine Kindheit. Jeder, der so in den 80er, 90er Jahren geboren ist, hat damit noch gespielt. Wir drucken nämlich heute einen Spirographen. Ich hoffe wie immer, euch hat der Einspieler gefallen. Wir gehen jetzt rüber zu Thingiverse und da zeige ich euch, wo ich das Ganze gefunden habe. So, nun bei Thingiverse angekommen, bedanken wir uns bei unserem heutigen Designer bei 3 Domas. Vielen Dank dafür, dass du uns deinen Spirographen zur Verfügung stellst. Es gibt natürlich noch andere, die einen designt haben. Ich habe mir jetzt diesen ausgesucht und es hat wirklich super geklappt, ihn zu drucken. Wir gucken uns erstmal von 3 Domas nochmal ein paar andere Sachen an. Sind auch wieder ziemlich unterschiedliche, interessante Sachen mit bei, was optisch auch ein sehr schöner Effekt ist hier, dieser Spirograph. Hier ist eher so die klassische Variante, wie ich es noch aus meiner Kindheit kenne. Ansonsten haben wir hier auch Plätzchenformen oder beziehungsweise Ostereier. Plätzchen, Ostereier, Ostereierplätzchen? Naja, okay. Auf jeden Fall haben wir hier Plätzchenstechformen in allen möglichen Varianten. Ein kleiner Pflanzencontainer. Zwiebelaufbereitung, das könnte auch ein Eierbecher sein, umgedreht. Sehr interessant. Und eine kleine Herzkette. Na, da werden wir vielleicht für das Kind noch was drucken. Schauen wir mal. Jedenfalls, gucken wir uns jetzt den Spirographen einmal an. Wir haben hier verschiedene Zahngrößen, demzufolge gibt es auch unterschiedliche Formen. Hier haben wir dieses Ausgangsteil, das Ausgangsstück quasi. Und ja, da könnt ihr euch dann optional denn diverse andere Sachen noch dazu drucken und dann könnt ihr da mal, also es macht auch wirklich Spaß, die Sachen auszuprobieren und da ist man auf jeden Fall eine ganze Weile erstmal mit beschäftigt. Hier könnt ihr euch noch ein Video angucken. Also viel Spaß, wir gehen rüber zu Cura. Heute haben wir ganz einfache Einstellungen, aber es geht heute eher darum, was zu zeigen, was von früher ist, was man eigentlich schon fast vergessen hat. So, in Cura angekommen, habe ich uns den Spirographen schon mal aufs Druckbett gelegt. Es handelt sich hier wirklich um flache Scheiben, also ohne Erhöhung, ohne irgendeine Stützung. Wir gehen trotzdem die Einstellung einmal kurz zusammen durch. 0,4er Düse, demzufolge 0,2er Schichthöhe und eine Linienbreite von 0,4 reicht völlig aus. Wandlinien könnt ihr hier ruhig 50 nehmen, obere Schichten 50, untere Schichten 50, weil wir hier Vollmaterial wollen. Ich würde hier nicht mit Füllung arbeiten, weil so viel Material ist es nicht, als dass man hier sparen müsste. Die Position der Z-Naht würde ich in dem Fall auf rechts legen. Damit haben wir nämlich die Z-Naht hier außen und nicht irgendwo an dem runden Teil, wo man sie irgendwie nicht haben möchte. Fülldichte habe ich trotz alledem dann auf 100% immer gesetzt. Drucktemperatur und Fluss wie immer nach eurem Drucker, nach euren Einstellwerten. Auch die Geschwindigkeit als Richtwert gilt 50 mm die Sekunde. Damit kann man alles eigentlich drucken, ohne dass es Probleme gibt. Den Einzug müsst ihr selber etwas ausprobieren. Den Combing-Modus habe ich wie immer an. Die Kühlung ab Layer 2 auf 100%. Keine Stütze, keine Haftung, keine Brim. So, somit würden wir das Ganze jetzt einmal slicen. Und dann sehen wir, dass wir schon mal für die 3 kompletten Zahnräder 3 Stunden brauchen. Was aber soweit okay ist, weil wir sehen auch jetzt hier gleich, dass wir hier Vollmaterial haben. Ihr seht ihr es also wirklich komplett ohne Füllung, gehen die Layer hoch, damit das richtig schön stabil ist, damit die Kleinen da auch richtig zur Not mit rumwerfen können und dass da nichts kaputt geht. Ihr könnt natürlich, wenn ihr euch das von ihm runterladet, auch die Sachen einzeln aufs Druckbett legen, was ich auch empfehlen würde. Oder vielleicht habt ihr nicht 3 Stunden Zeit, um das alles auf einmal zu drucken, dann macht das in kleinen Etappen. Jedenfalls eine sehr schöne Sache und ja, wir gehen jetzt mal rüber zum Druck und danach gucken wir uns noch die Ergebnisse an. So, das war's auch für heute. Wie gesagt, ein kurzes, knappes Video. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und denkt dran, nächste Woche Freitag 13 Uhr heißt es wieder, euer Nico.
aus Nikos Welt.